So, jetzt will ich mich mal versuchen an einem neuen Let's Play, und zwar auf dem C64 Mini. Das Spiel Mission AD aus dem Jahr 1986, programmiert von Mark Dawson, wenn ich das richtig ausspreche. Und das liest sich so. Du bist Agent 1Y und irgendwie bist du in der Zukunft gelandet. Deine Mission besteht darin, eine bestimmte Anzahl eines bestimmten Robotertypen innerhalb eines Zeitlimits zu zerstören. Verwende Teleports und Aufzüge, um jeden Bereich um Ondans Liverpool Hauptquartier herum zu erkunden. Du solltest nur auf Dinge schießen, die auch auf dich schießen. Okay, schauen wir mal. Eins Keyboard, zwei Redefine Keys, drei Joystick, vier Music off. Was war alles? Okay, Mission 001. Liquidate, also umbringen muss ich von diesen fünf weißen Typen in 16 oder 18 Minuten? Tja, eher 16, oder? Oh, schon schießen sie auf mich. Minuten, gut. Laufe ich mal hier rum. Sieh mal zu, dass ich die Typen umbringe, bevor sie mich umbringen. Wie interpretiere ich denn da, mal Pause, unten die Statuszeile? Also, Köpfe 3. Ich habe wohl noch 3 Leben. Daneben kommt ein rotfarbiger Streifen. Das ist wohl das Leben. Und rechts daneben, das ist wohl die Zeit. Dann kommen meine Punkte. Rechts daneben ist mein Auftrag. Ich brauche diese weißen Typen oder leicht grünlich sieht das bei mir aus. Und rechts daneben scheint eine Minimap zu sein, oder? Jump, jump, jump. Jetzt bin ich ganz rechts. Okay, ich glaube, ich bin der weiße Punkt. Ja, der ist jetzt gerade ein nach links gegangen. Und dann nehme ich mal an, dass die blinkenden Punkte meine Opfer sind, oder? Ja. Gucken. Jetzt bin ich hier. Wenn ich jetzt einen hochfahre. Na? Geht nicht. Dann fahre ich mal hier einen runter. Piu-wi-wi-wi. Das war doch gerade so ein weißer Typ. Wie viel brauche ich noch? Wo ist das dieses Herzchen? Kann man da wieder aufladen? So. Jetzt bin ich eigentlich ganz rechts. Und komm dann links wieder raus. Drüber springen kann man, glaube ich, über die. Nicht über die Kugeln, oder? Dann springe ich halt einfach mal immer. Oh, wenn ich springe, kann ich nicht schießen.
Was mache ich hier los? Ah, jetzt habe ich zwei von den Typen erledigt. Zwei, vier. Vier Punkte blinken noch. Also ich glaube, die blinkenden Punkte sind dann meine Opfer. Auf der Ebene war ich schon. Was ist der grüne? Destination. Pipeworks. Library. Office. Statue Park. Cathedral. Greenhouse. Dockland. Nightclub. Da komme ich da gerade her. Da sind alle Feinde wieder da. Na, das finde ich ja wohl schlecht. Das finde ich gar nicht gut, dass alle Feinde wieder da ist. Die hatte ich doch schon alles. Ich will nur einen noch mehr. Nein, habe ich jetzt nicht erwischt, ne? Wieso habe ich den immer noch nie erwischt? Ich pumpe dich voller Blei. Okay, wenn man schießt, kann man sich nicht bewegen. Oh, Energie ist schon ziemlich weit unten. Speichern. Jetzt bin ich ja hier. Höher geht es nicht. Da komme ich maximal bis da. Komme ich weiter nach links. So, jetzt müsste eigentlich direkt über mir was sein. Und es müsste direkt hier am Ende was sein. So weit komme ich aber nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt Nightclub gehe? Also die Orientierung fällt schon ein bisschen schwierig. Fällt schwer. Ich habe mich momentan keine Ahnung, wie an die anderen rankommen sollen. Das muss noch eine andere Karte sein. Nicht getroffen. Wozu kann man hier überhaupt springen und sich ducken? Das hilft einem ja sowieso nicht. Jetzt bin ich gleich schon wieder hinüber, aber jetzt müsste hier rechts eigentlich noch ein Ufer sein.
Da komme ich da nicht hin. Seltsam. Lauft ihr doch mal auf die Seite, dann kann ich euch alle schön erschießen. Der geht auch nicht weiter. Es geht nur noch höher. Nicht in den Rücken schießen. Das ist doch nur ich. Also da ist ja nichts Graues mehr, wo ich, Grau ist ja, wo ich langlaufen kann. Und die Punkte sind jetzt mitten im Schwarzen. Und eigentlich hätte ich gedacht... Ja, ein Deeper. Aber da komme ich ja auch nicht hin. Also muss das eine andere Karte sein. So, dann gucken wir mal, was da gibt noch. Nightclub. Pipeworks war ich ja schon. Dann gehen wir nach oben. Dockland. Natürlich frische Feinde. So, ich bin da oben. Und so wie es aussieht, ganz unten, wenn ich ganz nach unten fahre, könnten ein Opfer warten. Also immer weiter nach unten. Und die hier gar nicht beachten. Weiter geht's schon gar nicht. Destroyed. Mission failed. One life lost. Press fire. Mission 001. Jetzt muss ich wieder 5 in... Also kann ich gleich von vorne anfangen. Das mit der Karte habe ich noch nicht so ganz raus. Das mit der Karte habe ich noch nicht ganz raus. Warum bin ich jetzt mit dem Punkt nicht weiter nach unten gelaufen? Jetzt bin ich weiter nach unten gelaufen. Jetzt müsste über mir was sein, aber da komme ich ja nicht hin. Okay. Ich von der Seite. Na, ich habe meine Position gar nicht verändert. Library. Da ist ja noch einer. Ja, eigentlich kann man jetzt mal hier unten gucken, ob da noch einer rumrennt. Jetzt freue ich mich gar nicht nach unten zu begeben. Sieht nicht so aus. Jetzt flackern auch nur noch 3. Dann nehmen wir mal den nächsten. Achso, den grünen wollte ich eigentlich. Da, die grünen. Office. So. Jetzt bin ich... Ja, da ist gar nichts. Also im Office finde ich laut Karte nichts. Laut Karte finde ich da nichts. Thank you.
Ich ist immer gleich, wenn man einmal jumpt, dann erwartet einen wieder jede Menge Feind. Ich habe ihn erwischt. Ja, warum leuchten immer noch drei? Hat zumindest hat Dünn gemacht. Oder war es die Zeit? Also, so wie ich das sehe, muss ich hier einmal runter. Irgendwo. Wenn es hier runter geht. Ich habe keinen erwischt. Das muss irgendwie ein anderes Zeichen sein. Keine Ahnung. Jetzt könnt ihr hier weiter rechts. Wenn es da irgendwie was gibt, um wieder Energie aufzuladen. Und dann noch weiter unten. Könnte noch mal sein. Na, dann ist wieder home. Ah, das ist es. Gut. Jetzt muss man sich eigentlich merken, woher man gekommen ist. Und wie man wieder zum Grün aufzukommt. Das wäre praktisch. So, beim nächsten Beschuss bin ich tot. Hab aber noch zwei. Kaffeeblöd. Und das zeige ich mir jetzt auf der Karte, hier kann gar nichts sein. Office, Lobby. Doch. Greenhouse war ich noch nicht. Karte zeigt mir aber auch hier kann. Ist nichts auf dem grauen Bereich. Man auch, wo die beiden noch sind. Warum gucke ich denn da oben? Da kommt nicht dahin. So, da sehe ich doch hier. Ein Library ist ein weißer Punkt auf einem grauen. Ach, warum? Ich mache mir eh nicht. Ich bin sowieso gleich wieder weg. Ja. Gucken wir mal, dass wir den Grün finden, ne? Da ist der Grüne. Und mit dem gewonnenen Wissen, schauen wir mal. Die Cathedral, ich habe noch drei. Da ist auch nichts. Auf der roten, auf der grauen Linie. Hier im Statue Park scheinen noch zwei auf der grauen Linie zu sein. Also geht's dahin. Gleich mal hier das Sumse abschießen. Hab mich natürlich auch erwischt. So. Und es ist tiefer, würde ich sagen, ja.
dann will ich mich doch mal hier runter und dann noch, na, nach unten, nach links kämpfen. So, speichern wir das. Und ein Tiefer müsste eigentlich auch nochmal so ein Opfer sein. Ein oder zwei Tiefer, so genau ist die Karte ja nicht. Ja. Ein Tiefer, ich hab ihn doch gesehen. So, und da ganz rechts unten ist da noch was. Eieieiei. Na, hier geht's ja nicht tiefer. Moment mal. Hier. Ist doch irgendwo runter? Nein. Also muss ich wieder zurück. Wenn ich denn wüsste. Na, überall wo Leichen liegen, würde ich mal sagen. Da oben liegen auch noch Leichen. Da geht's weiter. Ja, speichern wir mal da. Nein, nein. Dockland. Also das hat ja nicht gepasst, aber vielleicht passt Dockland. Probieren wir das mal aus. Erstmal so gesäubert. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich schätze mal, die Karte ist auch komisch angeordnet. Ich schätze mal nach oben. Jetzt muss ich ja bald hinkommen. Jetzt macht's wieder dididididim. Wo macht's das? Hier ist genau auf der anderen Seite, oder? Schnell in den Rücken schießen. Ja, wo soll der sein? Da geht's ja auch nicht weiter nach rechts. Ja, ich habe ihn abgeschossen. Und damit kriege ich einen Bonus. Ja. Jetzt kommt Mission 2. Liquidiere 8 rote Viecher.
wird das entsprechend schwieriger. Aber so langsam habe ich heraus, wie es funktioniert. Wenn die Karte auch ein bisschen sehr seltsam ist. Also die geht um die Ecken oben, unten, links und rechts. Ist da irgendwie verschoben. Und eigentlich dachte ich, ich könnte hier ein... Ach, da unten läuft dieser komische Dreieckstyp rum. Eigentlich muss ich nur so machen und dann kann ich ja wieder hoch. Mehr gibt's hier nicht. So. Das ist vielleicht die beste Strategie. Ein sauber machen, weil die können... Die Feinde können nicht Fahrstuhl fahren. Haben die nie gelernt. Und dann gucken, wo das nächste passt. Ja, da sehe ich doch gleich drei, ne? Dann hier das am besten sauber machen. Ah, richtig bleiben. Nach beiden Seiten. So. War da noch? Nee, das sieht anders aus. Ja, und jetzt kann ich ja hier nach links und rechts laufen, wie mir beliebt, ohne dass es groß gefährlich wird, wenn ich das einmal sauber gemacht habe. Wenn. Und jetzt sehe ich, aha, hier und weiter nach links. Eigentlich wollte ich nach unten, nicht nach oben. Habe ich schön eingesammelt, den Schuss da. Eigentlich brauche ich noch einen weiter nach unten. Man muss mich jetzt nach links bewegen. Aha, noch ein weiter nach unten. Da ist dieser Dreieckskopf da. Sicher. So. Ich hab da aber noch oben einen. Einen habe ich da oben noch. Da muss ich noch höher. Ob es hier irgendwo hoch geht. Na, ich wollte nur pausieren. Ich muss auf die Karte gucken. Muss ich noch höher? Muss ich noch höher? Noch höher? Und hier links ist ja dann irgendwo. Der Quadratkopf. Okay. Langsam gefährlich. Die Energie ist fast zu Ende. Ich suche die Ebene, wo die Leichen liegen, aber das
hat sich, glaube ich, inzwischen erledigt. Die haben sich scheinbar regeneriert. Leider, so wie es aussieht. Wo ist der grüne Aufzug? Ja, das war's. Ich bin destroyed. Aber jetzt weiß ich, wie das Spiel geht. Und, ja, jetzt wiederholt sich das und wiederholt sich und wiederholt sich. Und da kann man jetzt einfach nur noch auf einen Highscore aus sein. Ja. Na, noch ist nicht Game Over, ne? Aber jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Also dann haben wir auf dem kleinen zwei Stück des Lichtermanns. Oder brauche ich hier nach Library? Ich brauche wieder die Dreiecksschilder. Da unten ist einer. Wo geht's denn hier runter? Wo geht's denn hier bitte schön zur Front? Lass dich abschießen, Dreieckschädel. So. Und dann scheint mir... Ja, ich muss noch ein bisschen höher. Ich kann nicht höher. Hier oder eins weiter unten rechts. Da habe ich ihn doch schon gesehen. So. Wo war... Da ist der grüne Aufzug. Dann schauen wir mal. Library ist sauber. Office ist sauber. Liegt der jetzt auf dem... Oder nicht? Lass mal den erstmal aus. Hier sehe ich aber zwei in der Cathedral. Und zwar weiter oben. Jetzt habe ich gerade eben ein bisschen die Orientierung verloren. Nach rechts und höher. Tja, noch höher. Das kann natürlich jetzt bei dieser komischen Karte auch heißen, ganz unten. Noch weiter runter. Das geht. Jetzt bin ich. Nee. Nee, noch weiter runter. Noch weiter runter. Bin jetzt wieder oben. Nein. Dann ist das vielleicht gar nicht auf dieser Karte. Dann gehe ich hier einfach erstmal weiter nach links. Dann. Müsste eigentlich einer kommen. Na, ein höher.
Danke. Dann gehen wir eine hören. Das war der Dreieckscherl. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder ganz unten an der Energie. Komm. Jetzt muss ich wieder nach oben. Wo geht's hier nach oben? Aha. Nach oben. Und noch höher. Und noch höher. Und jetzt nach links. Aber man sich nicht immer hundertprozentig. Ob nun hier oder eins höher, ne? Ist ja beides möglich. Und jetzt, ich glaube, der ist da gar nicht. Das gehört nicht mehr zu der Map. Ich muss also wieder das Grüne suchen. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Schauen wir mal hier. Aber hier ist noch viel los. Aber das ist gut. So. Hier ist auf jeden Fall 2, sehe ich da, im Dockland. Müssen wir hier selber machen. Ja, destroyed. One wife lost. Game over. 8915 Punkte. Gut. Das war's. Jetzt wiederholt es sich eigentlich auch nur noch. Und kommen wahrscheinlich noch mehr Feinde und ja, im Grunde habe ich jetzt das ganze Spiel kennengelernt. Es wird jetzt halt irgendwie nur noch mehr Feinde, schwieriger. Okay, aber naja, ist ganz nett, kann man mal spielen. Wird zwar jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel, aber so zwischendurch geht schon mal. Okay, das war's für dieses Let's Play. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten. Bis dann, ich würde mich freuen.